In den letzten Jahren haben sich in der Zivilluftfahrt bedeutende Entwicklungen im Hinblick auf Unternehmensstrategien, Restrukturierung angesichts von intensivem Konkurrenzkampf und Sparmaßnahmen sowie den beschleunigten Abwärtswettlauf infolge neuer Formen des Sozialdumping vollzogen. Aufgrund dieser Entwicklungen hat sich das Gleichgewicht zwischen Kosten und Dienstleistungen erheblich verschoben, wodurch an die Beschäftigten neue Anforderungen gestellt werden. In einem solchen Umfeld wird es für Luftverkehrsbeschäftigte immer schwieriger, die Anerkennung ihrer Gewerkschaften zu erreichen, Kollektivverhandlungen durchzusetzen und ihre Bezahlung und Beschäftigungsbedingungen zu schützen. Die NAI ist eine Tochtergesellschaft von Norwegian Air Shuttle, der drittgrößten Billigfluggesellschaft Europas. Im Februar 2014 erteilten irische Behörden der NAI, die auf dem Papier ihren Sitz in Dublin hat, ein Luftverkehrsbetreiberzeugnis und eine Betriebslizenz. Für die NAI ist Irland lediglich eine Billigflagge, die es ihr ermöglicht, das Open Skies-Abkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten zu ihren Gunsten auszunutzen. Die NAI hat das erklärte Ziel, die Preise von Transatlantikflügen um 40-50% zu senken. Um das zu erreichen, schaut sie sich weltweit nach den günstigsten Beschäftigungs- und Steuerregelungen um. Sie stationiert Flugzeuge in Spanien und im Londoner Flughafen Gatwick. Sie rekrutiert Personal in Spanien und London. Sie schließt Leasingverträge inklusive Besatzung mit HiFly, einer europäischen Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Lissabon, ab. Sie legt ihren Verwaltungssitz nach Lettland. Sie siedelt ihre IT-Abteilung in der Ukraine an. Sie betreibt asiatische Flüge von Bangkok aus und stellt dafür lokales Kabinenpersonal zu lokalen Bedingungen ein. Sie rekrutiert Piloten für die asiatischen Flüge über Aircrew Asia Limited, eine Personalvermittlungsagentur mit Sitz in Singapur. Sie hat einen Besatzungsstandort im JFK International Airport in den USA und rekrutiert und bildet Kabinenpersonal für ihre Basis in Fort Lauderdale aus. Die Bemühungen des Carriers, strenge Verwaltungsvorschriften zu unterlaufen, schließen also mehrere Länder ein: Spanien, Portugal, Lettland, Ukraine, Irland, Thailand, USA und Singapur. Dies ist ein umfassendes Beispiel für Billigflaggenpraktiken, die Luftverkehrsbeschäftigte zweifellos vor große Probleme stellen. Die der ITF angeschlossenen Luftverkehrsgewerkschaften in Europa und den USA haben ein breites Bündnis geschlossen, um diese Versuche zu stoppen. In enger Zusammenarbeit und mit der Unterstützung und Koordination der ITF und ihres europäischen Arms der ETF haben sie im vergangenen Jahr verhindert, dass das US-amerikanische Verkehrsministerium der NAI eine Ausnahmegenehmigung für den Betrieb von Flugstrecken erteilte. Sollte die NAI diese Dauergenehmigung erhalten, werden viele andere Fluggesellschaften, wie die für ihre gewerkschaftsfeindlichen Praktiken berüchtigte Ryanair, nachziehen. Billigflaggen sind nichts Neues. Im Schifffahrtssektor werden sie schon seit langer Zeit genutzt. Mit welchen Folgen? 70% der Schiffe weltweit operieren in diesem System und nur 10% der Beschäftigten sind gewerkschaftlich organisiert. Eine solche Ausbreitung von Billigflaggen wird für Luftverkehrsbeschäftigte und ihre Gewerkschaften verheerende Folgen haben. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen wirksame Strategien für unterschiedliche Zielgruppen und Verbündete entwickeln und umsetzen, wie Fluggesellschaften, Arbeitgeberverbände, nationale Regierungen, EU-Institutionen, ICAO, IAO und Berufsverbände des Luftverkehrssektors. Billigflaggen sind Realität. Wir müssen reagieren, jetzt oder nie.